Rolls Here Royce. Here we go. Drifting, baby, let's go. So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, heute endlich mal wieder ein neues Auto, so wie jede Woche, heute mit Alex zusammen. Schön, dass du da bist. Wir haben euch auf Insta und auf Facebook gefragt, was wollt ihr über dieses neue Auto wissen? Und der Alex verliest jetzt mal so ein bisschen ein paar schöne Antworten. Da sind ein paar gute Kommentare dabei, Matthias. Juhu 1971 schreibt, bei elektrisch bin ich raus. Okay. Andreas Schirm meint, fahre den zum Schrott und hol dir einen V8. Okay. Artan Halimi meint, ich liebe nur deutsche Autos und ja, kein Elektro. Das ist nichts für mich. Das wird schwer heute. Ah, das wird schwer für ihn. Und Michael Metz sagt, kein Interesse an E-Autos, egal in welcher Preisklasse. Okay, also sie haben auf jeden Fall richtig, richtig Bock auf neue Autos. Hast du noch einen schönen? Komm, einen hast du noch. Dominik Brunn sagt, wäre ja eigentlich eher was für Elektro, Alex. Ah, schau mal. Jetzt geht uns das Herz auf. Dir, weil es elektrisch ist und mir, weil es ein Rolls Royce ist. Der Spectre, brandneu. Das, glaube ich, spektakulärste, eins der teuersten, extremsten, luxuriösesten Autos. Man kann nicht nur sagen, dass eins der spektakulärsten Elektroautos der aktuellen Zeit ist. Man muss es sagen. Hallo? Augen? Das ist krass. Der Preis macht das Auto natürlich auch besonders. Und automatisch, wenn du irgendwo 500.000 Euro für so ein vierrädiges Teil stehen, dann ist das einfach was Besonderes, per Definition. Ja, lass uns mal ein paar Zahlen nennen. 584 elektrische Pferde. So, 900 Newtonmeter Drehmoment. Ah, ja. Preisig, naja, 533.000 Euro. Finde ich auch irgendwo pervers. Ne? Wenn du schon die Kohle für dieses Auto hast und sagst, komm, 500.000 für ein Auto, gib ihm, dann musst du noch 2 Jahre warten. Ja. Du kriegst ihn noch nicht mal. Was ich mir immer überlege, ne? Wie viel Geld musst du haben, damit du sagst, ja, jetzt kaufe ich mir einen Rolls Royce? Wenn du diesen einfachen Millionär bist, dann kannst du nicht einfach die Hälfte von deiner Kohle in ein Auto stecken. Nein, das geht, dann geht dieses Auto nicht. Wir haben über 1000 Einsendungen bekommen. Ja. Die allermeisten Leute haben einfach viele Fragen, haben Bock. Und ich lese mal eine Frage vor, die wird sich so ein bisschen durch den ganzen Dreh durchziehen, Matthias. Ja. Denn hier will der Moritz Mandl wissen, würdet ihr euch dieses Auto kaufen? Ja oder nein? Und mit Begründung. Diese Frage werden wir ganz am Schluss beantworten. Und ganz am Schluss werden wir dann ganz tief in unsere Hosentaschen greifen. Zusammenlegen. Und gucken, wie viel Klimpergeld wir zusammenkriegen. So. Matthias, ich bin noch nie Rolls Royce gefahren. Ich weiß, du wolltest dir gerade die Tür aufmachen. Genau. Zack, ist er drin. Ja, Pech gehabt. Ja, komm, let's go. Danke Ladies first. Dir. So, und jetzt Achtung, es ist einfach eine Schau. Mir das. Dieses Auto ist so unglaublich schön. Oh. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir am Ende enttäuscht sein werden. Herr Moritz Mandl hat ja gefragt, würdet ihr euch dieses Auto kaufen? Frage beantworten wir ganz zum Schluss. Ich glaube nicht, dass ich davon enttäuscht sein kann. Auf gar keinen Fall, weil ich weiß jetzt schon, dass es ein Rolls Royce ist. Und ein Rolls Royce ist halt einfach ultra heftig. Also wenn jetzt irgendwie so 250 Kilometer Reichweite nur hat, dann wäre ich schon enttäuscht. Ne? Ja, okay, also wenn es irgendwie so elektrospezifisch einfach scheiße ist, dann ist es ein richtig schönes, geiles Luxusauto, aber der lädt langsam, der kommt nicht weit, der hat ja auch keinen Bock auf den. Heute machen die Zuschauer die Sendung. Über 1000 Fragen zu dem Elektroauto des Jahres wurden gestellt. Und nicht nur Moritz Mandl fragt. Alex, wir haben eine weitere Frage. Oh yes, lies vor. Und zwar von Albliechlo. Albliechlo. So heißt er. Kann man beim Anfahren die Türen durch die Beschleunigung zumachen? Ah, okay. Und dann so ein Smiley dahinter. Also bei normalen Autos würde das ja safe gehen. Hier haben wir sehr besondere Türen, sehr schwere Türen, sehr wertvolle Türen. Suicide Doors. Sehr luxuriöse Türen auch. Ja. Probieren wir es aus. Würde ich sagen, willst du fahren? Sehr spannende Frage, finde ich. Also wir müssen auf jeden Fall umdenken. Normalerweise würdest du nach vorne beschleunigen, damit die Tür zugeht. Jetzt bei den Türen, die anders aufgehen, rückwärts fahren. Komm, so, wir probieren es. Erstmal die Tür aufmachen. So fängt es schon mal an. So fängt es schon mal an. Und eigentlich müssen wir da ganz, ganz kurz mal was drüber verlieren, über diese Türen. Also ich finde es geil, diese Tür, ne? Custom Rolls Royce einfach dazu. Definitiv. Und es ein Hingucker. Absoluter Hingucker, das ist einfach eine Schau. Das ganze Auto ist ja eine Schau. Das ganze Auto sagt die ganze Zeit, guck mich an, schau mich an, wie cool ich bin, und wie schön ich bin, und wie toll ich bin, wie teuer ich bin, wie luxuriös ich bin. Und diese Türen verstärken das nochmal. Du machst die Tür auf, Junge, das siehst du normalerweise nie. Du siehst nie einen Rolls Royce und dann siehst du auch noch einen, der so die Tür aufmacht. Das ist Wahnsinn. Also komplett
genial. Also, ja. Beide Türen auf, ich beschleunige ein bisschen, bremse und wir schauen, was passiert. Ich kann gar nicht schneller fahren. Nee? Die Tür ist auf, 7 km/h. Der hat gar keinen Bock drauf. Okay, Vollbremsung. Okay, das geht schon mal nicht. Also, jetzt müssen wir es im Rückwärtsgang probieren. Schnell nach hinten, das müsste ja auch gehen von der Logik. Deine ist zugegangen, meine nicht. Gib Gas. Er fährt nicht schneller rückwärts. Die Tür auf, ja, damit man diese Videos drehen kann, weißt du? Diese Tanzvideos, die muss man ja drehen können. Hey. Oh Gott, ist das gefährlich. Wir probieren es noch einmal. Genau. Rückwärtsgang. Einmal fahren. Yes! Sie hat es geschafft! Zack, nach vorne weg. Also, wie elegant ist das denn bitte? Nächste Frage. Machen. Unsere nächste Frage führt uns in eine Werkstatt. Korrekt. Und zwar in so eine Reifenwerkstatt hier, so ein Reifenhotel. Mick Temp meint, kann man beim Rolls selber die Räder wechseln? Sehr gute Frage. Können wir beide, das ist die Frage. Das Problem ist, dass wir es, glaube ich, nicht dürfen. Wahrscheinlich nicht, ne? Wir haben hier einen Experten. Philipp, komm mal ran. Hallo. Hallo. Moin, Philipp. Falls ihr ein Elektroauto ist, müsst ihr normalerweise unterwiesen sein, weil es könnte ja sein, dass irgendwo ein Kabel offen liegt, dass ihr dann da dran verletzen könntet. Deswegen verletzen? Verletzen ist gut gesagt. Euch ganz kurz unterweisen, also die orangenen Kabel nicht anpacken. Da musst du gucken, dass du nicht an der Batterie anbockst. Du hast extra Anbockpunkte, ja, weil die Batterie sitzt ja unten unter dem Fahrzeug drunter. Das soll es eigentlich schon fast gewesen sein. Das war die Unterweisung. Genau. Herzlich willkommen in Deutschland. Beim Elektroauto, wenn du irgendwas machen willst, dann brauchst du eine Einweisung oder fast schon einen Hochvoltschein. Aber wusstest du das vorher? Ja. Wirklich? Okay. Wieso hast du nicht sofort gesagt, wir brauchen einen Schein dafür? Nee, die Frage ist, kann man es machen? Natürlich kann man es machen. In Deutschland kann man es nicht machen, aber weil wo man es kein nicht Kläger, darf, da kein Richter? Siehst du irgendwie eine Überwachungskamera? Wer weiß, also, ganz kurz, bei dir zu Hause in der Garage kannst du ja machen, was du willst. Ja, aber wenn du dann so da stehst an der Felge. Wahrscheinlich, ja. Genau, die Felge dann geht dann auch in einer Rolls-Royce-Werkstatt kostet ein Räderwechsel übrigens etwa 200 Euro. Gut 30 Euro sind es bei einem normalen PKW. So, und jetzt nimmst du das Rad. Du musst das jetzt hochheben und anheben, damit du die Bremsscheibe nicht kaputt machst. Genau, wenn das auf die Bremsscheibe drauf fällt, dann kann auch die Bremsscheibe kaputt gehen. Genau, deswegen sag ich's ja. Genau das. Herrlich. Es gibt sicher irgendwie so ein, zwei bodenständige Rolls-Royce-Fahrer, die da gerne selber Hand anlegen. Aber glaube ich 99% der Rolls-Royce-Fahrer sagen, komm, lass jemand anders machen. So, jetzt. Die Frage ist hiermit beantwortet, kann man beim Rolls-Royce den Reifen selber wechseln? Ja, komme, man braucht eine Unterweisung, wenn man die hat, das richtige Werkzeug, ist es schon möglich. Ja, wir haben es gemacht. Habt ihr gut gemacht, die zwei. Danke, wann können wir anfangen? Hat mir ein bisschen lang gedauert. Okay. Der Spectre ist das erste vollelektrische Fahrzeug seit der Firmengründung vor 119 Jahren. Alex und Matthias beantworten die Fragen der Grip Community zum teuersten Elektroserienauto der Welt. Ah, herrliches Auto, Frau Wetter. Ich mach noch schnell die Tür zu und dann komme ich auch zu dir. Einmal schön. Ich finde, mit diesem Auto kommst du so zur Ruhe. Du hast nicht diese Hektik, so aussteigen, einsteigen, lalala, sondern es ist alles so, ja, ist ja egal, weil ich habe einen Rolls-Royce. Ach, Fahrgenuss. So, wir haben eine nächste Frage. Sas Salah möchte gerne wissen, richtig crazy wäre, an Bushaltestellen zu halten und den Leuten zu sagen, dass heute ihr Glückstag ist, weil wir sie zu ihrem Ziel fahren. Wie schön. Das ist echt eine schöne Idee. Da machen wir Leute glücklich. Finde ich sehr gut. Wir suchen uns einen Fahrgast. Und dann geht's los. Ich glaube, die Leute, die das im Fernsehen sehen und hier auf dem Bus fahren und jetzt nicht gerade stehen, beißen sich auf der Couch gerade richtig in den Arsch. Und das verpassen sie. Den vielleicht edelsten Innenraum eines Serienautos. Was zum Beispiel aussieht wie Metall, ist hier auch Metall. Lux und Elektro, das passt für mich sehr gut zusammen. Ja. Weil es einfach noch richtig schön ruhig ist, ein sehr souveränes Fahrverhalten bietet. Und das ist hier einfach beim Spectre wunderschön umgesetzt. In Perfektion ist es umgesetzt. Also ganz ehrlich, diese Ruhe in dem Auto ist einfach nur unglaublich. Sehr gespannt, wie die Leute reagieren. Ich freue mich so für die Menschen, denen das jetzt angeboten wird.
Hallo, grüß Gott. Eine Frage. Wir drehen gerade einen Beitrag für eine Fernsehsendung, wo es um Autos geht. Und wir würden gerne einfach Passanten mitnehmen, um deren Meinung zu dem Auto abzufragen. Ach du Scheiße, nee. Dankeschön. Wir würden Sie heimfahren. Wir fahren euch da gerne hin. Komm, Schatzi, das machen wir jetzt. Oh, nee. Ah, doch, doch. Komm rüber. Also, ich würde einmal hinten reingehen. Boah, was ist das für eine geile Karte? Da wird gleich jeder hier gucken, ey. Ich bitte dich. Das musst du doch nicht manuell machen. Also, wo sind wir denn hier? Das mache ich für dich. So, herzlich willkommen im Rolls-Royce Spectre, ihr beiden. Schön, dass wir mit euch fahren dürfen. Okay. Ja, dann. Was ist denn so euer erster Eindruck? Ja. Natürlich super, ne? Was ist das für ein Schlachtschiff? Links oder rechts? So, jetzt links. 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 Links, genau, und dann links. Hinten wieder rechts an der Ampel. Rechts. Gut. Was glaubt ihr, wie viel er kostet? Also ich schätze mal 175, 200.000. Also müsst es verdoppeln und dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr und also nee. Dann bist du irgendwann so bei einem Haus, Einfamilienhaus und dann bist du richtig, ja. Der kostet 533.000 Euro. Drück mal drauf, Alex. Oh. 3 Tonnen, aber die bewegen sich dann schon, gell? Oh, wie PS hat der? Cool. 584 PS. Oh, yeah, yeah, yeah. Aber ein paar langsam also, hier Blitzen zu öffnen. Ja. Ja, also hier musst du schon eine kassieren. Vorsicht Oha. Sein. Ja, und ich fahre nicht schnell. Hier können wir uns rauslassen. Genau. Hier? Ja, ja, hier. Vielen Dank. Sehr vielen Dank, dass wir mal mit so einem Auto fahren könnten. Ich habe bei KBM gelernt, das ist hier unten bei Mercedes. Da durfte ich mal mit dem Ferrari mitfahren. Oh, in der Lehrzeit. Was war schöner, der Ferrari oder der hier? Wenn ich damals entscheiden könnte, hätte ich mir den Ferrari genommen. Ja. Mit 18. Aber heute würde ich mir den hier nehmen. Ja, sehr gut. Okay, vielen Dank. Danke. Danke euch. Tschö, tschö. Finden Alex und Matthias noch ein weiteres Opfer für die Rolls-Royce-Taxifahrt? Hi. Ganz kurze Frage. Warte mal ganz kurz bitte. Entschuldigung. Sorry. Warte mal, wir haben eine Frage. Wo musst du hin? Ins Fitnessstudio. Okay, pass auf. Wir machen gerade einen Film über dieses wunderschöne Auto. Okay. Wir fahren dich ins Fitnessstudio. Wir sind ganz seriös. Da hinten sind unsere Kameraleute. Also wir machen keine Scheiße. Wir würden uns sehr freuen, wenn du einmal mit uns mitfahren würdest auf dem Beifahrersitz. Okay. Let's go. Stark. Ich bin jetzt der Matthias. Hi. Lisa. Lisa. Ja. Und das ist der Alex. Der Alex ist unser Fahrer. Hi, Lisa. Diese brauchst du gar nicht machen, schau her. Wir können einfach hier ziehen. Und die Tür. Ja, oha. Alleine. So ein Luxus bin ich. Also das Auto finde ich geil. Ge- Kennst du die Marke? Nee. Das ist ein Rolls Royce, also richtig. Ach so, ja, das Luxus. Ist geil. Wo willst du hin? Zum Sag einfach links, Vitamed. Rechts. Zum Fitnessstudio, sehr gut. Wie findest du Elektroautos? Ja, ich bin noch nie mit einem gefahren, glaube ich. Aber sonst. Das erste Mal in einem Elektroauto? Ja. Ey, wie cool ist das bitte? Weißt du, wie viel das Auto kostet? Nee. Was schätze? Boah. Setz hoch an. 200.000. Setz hoch an. 500.000. 530.000, ja. Alter. Erstmal im Elektroauto 533.000 Rolls-Royce Spectre. 17 Dacia Duster. In der maximal möglichen Konfiguration gäbe es dafür. Wunderbar. Ey, richtig cool, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank, Lisa. Grip wollte wissen, was interessiert euch an dem teuersten und exklusivsten Elektroserienauto der Welt? So, unsere nächste Frage. en.is 3855 hat gefragt, was sagt Hamid dazu? Sehr gute Frage, wir rufen ihn an. Das finden wir jetzt raus. Hamid ist jetzt nicht der allergrößte Elektrofan, wenn man ehrlich ist, aber er liebt Luxuskarren und das ist Luxus pur. Dementsprechend, ich würde sagen, er wird das Ding feiern ja. Und vielleicht so einen Komma-Nebensatz ranhängen. Wäre da so ein V12, würde mir noch besser gefallen. Ja. Hamid immer busy, immer hard to get. Ja. Oh, da ist er. Hamid, steht die Verbindung? Moin. Hallo. Ist kalt, Jungs? Ist kalt? Ja. Ein bisschen kalt, ja. Du sitzt wahrscheinlich mit einem warmen Espresso auf der Couch. Hamid, wir haben hier was ganz Besonderes für dich. Es ist eigentlich die perfekte Brücke von meiner Welt zu deiner Welt. Es geht um Elektro und es geht um Luxus. Okay. Und ein Zuschauer will wissen, wie du den Rolls-Royce Spectre findest. Was geht ab? Der erste Vorlecture.
Rolls-Royce, Hamid. Bitte in eine Schulnote von 1 bis 6. Wollen wir einmal rumlaufen? Ja, gerne, gerne. Das ist Alter Schwede, was für eine coole Farbkombi. Alter Schwede. Richtig laute Farbe, ne? Dann Innenraum natürlich nur das Beste, nur das Feinste. Boah, der ist ja fast gleich geblieben, ne? Wie der Race on Dawn. Also von innen bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ne? Von innen bin ich enttäuscht, aber von außen sieht der echt schick aus. Also Gesamtnote würde ich jetzt, weil meine Haare auch so cool sitzen, würde ich sagen 2. Erklär mal bitte warum. Warum keine 1? Nein, weil im Innenbereich hätten sie, wenn die ein neues Auto bringen, dann erwarte ich auch innen ein neues Auto. Und innen ist er mir ziemlich gleich wie der Race on Dawn. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt Abzug. Okay, letzte Frage, sag mir den Preis. Wie viel gibst du mir für das Auto? Ich würde sagen, so wie er da steht, Twin Purple. Geht mal ein bisschen zur Seite, zeig mir noch mal das Auto. Warte mal. Hat er eine Alu-Haube oder ist das nur Silber? Nee, ist Alu. Ich würde mal sagen, der kostet um die 495. Sehr gut, mit ein bisschen verhandeln kommst du da wahrscheinlich hin. 533.000. Was glaubst du, für was könntest du den weiterdrücken? Also ich glaube, wenn du jetzt ein ganz schnelles Auto bekommst, heute könntest du den um roundabout 600 verkaufen, 70 über Liste. Du. Okay, wir müssen auflegen, wir müssen losfahren, das Auto wegbringen. Das ist eine spontane Idee. Mein Lieber, bis nächstes Mal. Ciao, Hamid, danke dir. Okay, Schulnote 2. Schulnote 2. Was haben wir jetzt nächstes für eine Frage, Alex? Die Liese 1973 will wissen, passt der Rolls in eine normale deutsche Garage und kann man dann noch aussteigen? Also das wird schwierig, sage ich. Das ist schon echt ein gutes Schiff. Also die normale Garage in Deutschland, die Normgarage, hat so ungefähr eine Fläche von 3x6 Metern. Und liebe Liese, wir haben noch mal was vorbereitet, nämlich das da. Standardmäßig ist ein Garagentor etwa 2,50 Meter breit. Der Spectre misst mit Spiegeln 2,14 Meter. Da ist nicht mehr viel Spiel. Ob das mit dem Aussteigen da noch klappt? Okay, Matthias, wir streiten sehr oft, wer fahren darf. Bei dieser Challenge überlasse ich dir das Fahrrecht sehr gerne. Ich hab's mir fast gedacht. Alle Kratzer gehen auf deinen Nacken und gehen von deinem Taschengeld. Ich räum mal die Garage ein bisschen frei. Was haben wir da alles drin? Also die Garage ist auf jeden Fall untypisch lang. Aber von der Breite, da bekommen wir ein Problem. Also vor allem, es geht ja darum, ne? Hier, die Einfahrt. Hier ist wieder breiter. Ja, wird knapp. Könntest du vielleicht draußen bleiben und so ein bisschen gucken? Sehr gerne. Weil das ist wirklich ultra eng. Ja. So. Aber mal sehen. Easy, easy, perfekt, ja. Kommst du? Ich würde niemals alleine hier reinfahren. Super! Beiden Seiten Platz. Der Rolls-Royce ist 1,99 breit mit Spiegeln 2,14. Ey, Matthias, ein Traum. Das Fahrrad muss, glaube ich, noch weg. Okay, warte, stopp, Fahrrad noch. Super, komm schon ein bisschen noch da. Ja. Bist du noch da? Hier ist der Platz. Perfekt. Noch so, stopp. So. So, jetzt ist die große Frage, kann ich da aussteigen? Das mache ich jetzt mal nicht mit der Elektrotür, sondern normal. Gut, Matthias. Ja. Also. Alex, kommst du raus oder habe ich dich eingepackt? Ja, ein bisschen eng ist geworden. Du musst nicht mal die Spiegel einklappen. Nee. Also, ja, sieht gut aus hier im Reihenhaus von Rolls-Royce. Das passt. Ja. Es geht und man kann auch noch aussteigen. Das Auto kostet so viel wie das Haus, aber es funktioniert. Wenn man das machen will, ja, es würde gehen. Matthias will gerne driften und, Überraschung, Überraschung, du bist nicht der Einzige, der wissen will, ob der quer geht. Hier einmal Michael Stoller, geht die Kiste quer. Dann Frank B. Privat 2022, einmal quer bitte. Walzer David, kann er driften? Von diesen 1000 Einsendungen, gefühlt die Hälfte wollen wissen, ob der quer geht. Ja, ich auch. Gut, also die Chancen stehen, würde ich jetzt mal sagen, 50-50, weil ich kann das ESP ausschalten und zwar kompletto. DSC off steht hier auf dem Display und das heißt, dass das eigentlich aus ist.
Das Problem ist nur, dass mittlerweile viele Hersteller sagen, ja komm, wir machen dann DSC off und dann kannst du damit in Davos im Schnee so ein bisschen dich freifahren und das war's. Ich sag, den kriegst du quer. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ja? Here we go. Driften, Baby, let's go. Ui, 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 ja, er geht! Er geht! Ja. Der geht richtig. Ist das übel, ey. Ja. Alter, ist das krass. Das ist so krass, das mit einem 533.000 Euro Auto zu tun. Es geht. Es ist aber nicht einfach, ist sehr schwer, aber es macht ultra viel Spaß. Weil mit so einem Auto, Alter, wie krass ist das bitte? Mehr geht in Sachen Elektro nicht. Matthias und Alex beantworten eure Fragen zum Rolls-Royce Spectre. So, jetzt wird es hoffentlich schön laut, beziehungsweise lieber schön leise. Es gab einige Fragen zum Thema Akustik. Und die schönste davon ist eigentlich von MyM550i, offensichtlich ein BMW-Fan. Hört man noch die Schreie drinnen, wenn man den RR als Rückzugsort während eines Streits nutzt und der Partner einem nicht in Ruhe lassen will? So könnte man sich ideal von der Umwelt abkapseln. Bist du meine Partnerin und bist du sauer auf mich? Ich bin weder sauer auf dich, noch möchte ich deine Beziehungsperson sein, Matthias. Nein. Und genau deswegen haben wir was vorbereitet. Vielen herzlichen Dank. Hey, servus. Das war schon mal sehr schön leise. Wir haben die Kollegen von Monashy hier dabei und ihr heizt hier so richtig ein. Ich werde drinnen mal hören, wie es mit der Dämmung vom Rolls-Royce Spectre so ist, von der Lautstärke. Matthias hat das Messgerät draußen. Ja. Wir werden mal schauen, schön, wie viel Dezibel ihr hier draußen erzeugt und dann eben auch drinnen mit der Messung. Genau. Eine Messung draußen und dann eine drin. Du nimmst drinnen Platz und fühlst dich schon mal so ein bisschen rein in das Rolls-Royce-ige Gefühl. Im Rolls-Royce, so von den Fahreindrücken, das ist so himmlisch ruhig. Ich glaube schon, dass hier wirklich einiges an Soundkulisse reduziert wird. Ja, es wird einiges reduziert, aber die Frage ist halt, wie viel? Weil es ist draußen so ultra laut, dass du dir wirklich, du hast sofort Tinnitus, wenn du da stehen bleibst, dir die Ohren nicht zuhältst, ist sofort. Und das geht in 3 Tagen nicht weg. Und wir haben tatsächlich nicht nur diese lustige Frage mit der Partnerin, die so sauer ist, sondern wir haben auch eine richtige Frage von Liam Tag 2010. Dezibel innen und außen messen. Ja, also wir machen hier nicht irgendwas, sondern das, was ihr wolltet. So, los bitte los, Männer. Ich freue mich drauf. So halb. Okay, los geht's. Matthias, hier liegt der Box. Alter, meine beiden Ohren piepsen. Das piepst noch mehr. Ich habe ohne Quatsch, ich habe da, als ich neben der Box stand, oder als ich da vorbeigelaufen bin, dachte ich, du sitzt in meinem Ohr. Oh, krass. Hier draußen hatten wir tatsächlich 111,4 dB. Ein Presslufthammer hat so circa 100 Dezibel. Ja, okay. 111,4 dB draußen. Und jetzt nullen wir das ganze Gerät. Und jetzt müssen wir ganz leise sein, bis wir einsteigen, damit da nichts zu Lautes draufkommt. Komm rein in unsere Oase der Ruhe. Slowly start to
Ey Jungs, mega, mega, mega stark. Das war ein super krasses Experiment. Ultra krass. Das Ergebnis ist wirklich faszinierend. 85 Dezibel. 85,4. Und vor allem das Empfinden da drinnen. Wirklich hier draußen, ich muss mir die Ohren zuhalten. Du sitzt da drinnen und du hörst fast nichts. Also natürlich hörst du die Musik und so, aber du merkst nicht, dass da draußen eine Band ist, die komplett die Bude abreißt und du hier draußen eigentlich nicht stehen kannst ohne Ohrstöpsel. Ja. Also innen und außen Unterschied sehr, sehr groß und sehr, sehr krasse Dämmung in diesem Fahrzeug. Mega. Nächste Frage. Der Spectre hat eine Wartezeit von über 2 Jahren. Sollte man aber einen bekommen und ihn direkt weiterverkaufen, gibt es ein lebenslanges Kaufverbot für Neuwagen. Doch weiter mit der nächsten Zuschauerfrage. So Alex, jetzt kommen wir zu einer Frage, wo du gefragt bist. Mick Temp fragt, kann man die Emily anlecken? Ja? Wie anlecken? Anlecken, ohne dass sie gleich einen Abflug macht, also ohne dass sie reinfährt. Ich sehe nicht, dass die Frage an mich adressiert ist. Warum muss ich das machen? Lieber Alex, kannst du die Emily anlecken, ohne dass sie gleich einen Abflug macht? Tschüss! Ich soll jetzt anlecken? Ja, mach! Also bevor ich sie jetzt gleich anlecke, sie ist ein bisschen kleiner auf dem Spectre als bei den anderen Rolls-Royce. Macht man, damit der Luftwiderstand optimierter ist. Der CW-Wert ist 0,25, also ist der beste CW-Wert von allen Rolls-Royce'en. Ever. Und dafür muss die ein paar Zentimeter, so 2 Zentimeter kleiner werden. Und auch so die Robe, alles ein bisschen aerodynamischer designt. Obwohl sie 2 Zentimeter kleiner geworden ist, ist sie immer noch während der Fahrt natürlich zu sehen. Also alles cool an alle Rolls-Royce-Fahrer. Ne? Die ist immer noch schön sichtbar hier. So, dann bitte. Mick Temp möchte gerne wissen, lieber Alex, süße Maus, Achtung, hier kommt ein bisschen Spucke. Und wie schmeckt's? 500.000 Euro hochwertig, super lecker. Ich frage mich gerade, ist der Alex der erste und einzige, der jemals an seiner Emily geleckt hat? Ich glaube nicht. Wenn du den Wagen holst, dann geißt du schon einen drauf ab. Und dann gehst du manchmal hin, so nachts in die Garage. So, Emily. Also fass dich zu doll an, weil wenn du zu doll machst. Dann schnappt sie an. Weg ist sie. Alexander! Der nächste Kommentar macht mich leicht wütend. Moin! Elektro ist Müll und wir stehen auf Abgase! Aber wenn du den Hobel schon hast, dann bitte 7-mal hintereinander von 0 auf 200 pushen. Und sehen, ob der Akku nachgibt und jedes Mal die Zeit stoppen. Ich finde es ganz interessant. Die Person ist jetzt kein Elektro-Fan, aber hat dann doch Interesse und wir sehen, was er kann für 0 auf 200. Schafft er das 7-mal hintereinander? Das ist wirklich Killer für das gesamte Fahrzeug. Warum, Alex? Hol uns mal ein bisschen ab in deine Elektrowelt. Also, bei so einem Elektrofahrzeug hast du eine Batterie. Ja. Und die wird irgendwann warm, wenn du da die ganze Zeit drauf drückst. Warm ist doch schön. Warm ist eigentlich schön, aber wenn du viel Leistung abrufen willst, ist warm irgendwann schlecht. Warum kühlen die Batterie dann nicht? Natürlich wird die Batterie auch gekühlt, aber wenn du die ganze Zeit 200 gibst und die ganze Zeit beschleunigst, dann ist die Kühlung nicht stark genug, um das System auf Optimaltemperatur zu halten. Und wenn es zu warm wird, schützt sich das Auto selbst. Es schützt sich vor unvernünftigen Fahrern wie dir, die einfach immer weiter Gas geben wollen, sagen, so mein Lieber, jetzt ist nur noch 200, vielleicht noch möglich, aber nicht mehr ganz so schnell wie davor. Jetzt wollen wir gucken, was kann der Rolls? Weil das Auto ist teuer und sollte das möglichst lange können. 7-mal ist die Ansage. 7-mal sagt der Kollege Dronogd. Los geht's. Digga, nein. Ich bin bereit, du so? Ich. Sack! Der erste von 7 Anläufen. Jetzt schauen wir mal, wie lange braucht von 0 auf 200 beim ersten Versuch. Okay, Auto 170, geht immer noch 180, gut. Beschleunigt schön. 95 und 200. 15,06 Sekunden. 7-mal bis 200. Ich denke schon, dass er es schafft, rein theoretisch. Könnte es auch sein, dass er es irgendwann nicht mehr schafft, weil wenn die Batterie zu heiß ist, dann sagt er vielleicht, okay, wir dürfen jetzt nur noch 120 fahren, damit es eben quasi nicht mehr noch heißer wird. Aber das würde mich schon sehr enttäuschen. Ich sage, auf die 200 kommt er schon. Aber wenn er am Ende nicht mehr die Zeit wie am Anfang erreicht, wird es mich nicht wundern. Und Zeit verschwenden, weiter geht's. Also ich würde sagen, er zieht noch so wie beim ersten Mal. Sieht sehr gut. 3-mal geht auf jeden Fall. 150, 60, 70. Sehr schön. Guter Junge, Zirko. Und 200 hat er, auch 15,06 Sekunden. Nach 2 Versuchen noch kein Verlust. Auf zum 3.
Okay, geht los. Also am Anfang hat er nichts von seiner Kraft verloren, wenn du mich fragst. Obenrum auch immer noch gleich, oder? Wir nähern uns den 200 an. Ich würde sagen, identisch. Zack. Bisschen langsamer. 16,27. Ist geresettet und es geht schon wieder los. Vierte. 0,100. Also mein Popometer würde sagen, ähnlich wie beim dritten Versuch. Wir sind jetzt beim vierten. Müh langsamer als beim ersten Ball. Ja. Yeah. Und 200, ja, auch oben rum. Haben wir jetzt 16,46. Der Rolls verliert praktisch keine Leistung. Fünfter Versuch. Let's go. Uiuiuiui. Also bis 100 km/h fühlt sich immer noch gleich an. Oben rum würde ich sagen, auch gut. Ja, 16,62. Das ist geresettet, meine Güte. Sechster Versuch. Jedes Mal ist das Blut so ein bisschen nach hinten. Ich merke nichts. Ich merke auch keinen großen Unterschied. 200 in 16,71. Also jetzt Rolls-Royce Spectre. Einmal noch Anlauf nehmen und richtig schön durchkacheln. Dann hast du es geschafft. Dann kriegst du wieder ein bisschen Strom. Warte. Jetzt. Ja, doch, da geht ein bisschen was weg jetzt. Und das letzte Mal auf 200 in 16,66 Sekunden. Er bleibt einfach dabei. Stark, stark, stark. Hättest du besser mal gefragt, 10 Mal, 15 Mal, 7 Mal sind nicht genug, um den Rolls-Royce Spectre in die Knie zu zwingen, auch wenn er von 0 auf 200 die ganze Zeit beschleunigen muss. Das ist krass. Matthias, wir haben so viel erlebt gerade. Wie geil war das bitte? 0 auf 200, wir sind gedriftet, wir haben Komfort gehabt. Es ist ein sehr, sehr schönes Auto und wir kommen jetzt zu unserer abschließenden Frage. Denn Moritz Mandl 7 wollte wissen von uns, würdet ihr euch das Auto kaufen, ja oder nein? Mit Begründung bitte. Also ich, wenn ich Multimillionär wäre, würde ich mir dieses Auto definitiv kaufen, weil das einfach ein ultra schönes Gefährt ist. Dieses Leise, was jeder Rolls-Royce hat, wird mit dem Elektroantrieb nochmal getoppt, wird nochmal verstärkt, verbessert. Deswegen, ja, ich würde ihn kaufen. Wie geil, Matthias. Und du? Also für mich ist das Spectre auch eine rollende Highlight-Show. Wenn Geld gar keine Rolle spielt, ja, gib ihn mir. Also für 500.000 Euro, ich habe mir überlegt, was sind meine Lieblings-Elektroautos? Wenn ich die nackt nehme, könnte ich mir alle vier davon in die Garage stellen. Oder ich hole mir drei von den vier und statte die gut aus. Da kriege ich einfach kein Argument für den Spectre hin. 500.000 sind einfach zu viel. Da muss ich noch ein bisschen sparen. Freunde, das war richtig geil. Danke für die vielen Fragen, yes. Danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, schöne Woche. Ciao. Ciao. Ey, du fährst mit was anderem. Das ist meiner jetzt. Ja, weil du jetzt du hast ihn gekauft. Ich habe schon 3.000 Euro angezahlt. Hi. Danke, dass du unser Video angeguckt hast. Wir hätten gerne, richtig gerne, dass du unseren Kanal abonnierst, die Glocke natürlich aktivieren, lass ein Like da, kommentier irgendwas, was ich wieder falsch gemacht habe. Los, bitte los, viel Spaß. Und wenn du noch Bock hast, guck dir das Video von der letzten Woche an. Hier oben geht's zum Video.